Hallo und herzlich willkommen zu meinem Übungsvideo zum Drehmoment. In diesem Video werden wir drei verschiedene Übungsaufgaben zum Drehmoment behandeln. Erstens das Drehmoment einer Schraube. Zweitens die Kräfte an einem Sprungbrett. Und drittens die Kräfte an einer Schubkarre. Bevor wir uns aber mit den Aufgaben beschäftigen, machen wir eine kurze Wiederholung der Hebelgesetze und des Drehmoments. Ein Hebel besteht im Allgemeinen immer aus zwei Hebelarmen und einem gemeinsamen Drehpunkt. Liegen die Hebelarme auf derselben Seite, so spricht man von einem einseitigen, liegen sie sich gegenüber, von einem zweiseitigen Hebel. Das Produkt aus Kraft und Hebellänge nennt man dann das Drehmoment. Wir möchten nun die aufzuwendende Kraft berechnen, die man benötigt, um den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.